Ja, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen aus dem Video, beziehungsweise aus der Autobahn, aus dem Stau, aus dem elendlangen Stauschuh. Ich habe jetzt mal gedacht, du, so etwas habe ich ja nie gehabt, das Video. Und wenn der Stau noch lang geht und ich noch lange auf der Autobahn muss verbringen, schau mal, wie schnell ich fahre, 12 km/h, dann habe ich gedacht, du, ich kann eigentlich da ein Video aufnehmen. Ich kann doch nur das Video auf der Autobahn aufnehmen. Und für mich ist das immer ein bisschen so. Hä, wie passiert so etwas? Wie gibt es einen Stau? Es gibt nicht einfach so Stau. Irgendetwas muss passiert sein. Entweder ein Unfall oder 3 Spuren führen zum Beispiel auf eine, weil das wäre dann eine extreme Masse, wo alles zusammen komprimiert wird. Aber was es vielmals ist, ist das Fahren, Bremsen. So wie jetzt sind wir 12 km gefahren, jetzt fahren wir 30, jetzt fahren wir vor einmal dreimal so schnell wie vorne. Oder? Und dann, es kann auch sein, dass es jetzt Gas gibt und jetzt sind wir dann bald auf 80 und auf 90 und dann ist es fertig, weil da vorne gibt es wieder 2 Spuren. Oder es kann auch sein, weil da noch eine Spur dazukommt und alles. Und die Leute geben Gas wahnsinnig und bremsen da runter, dass es wirklich immer so ein Stop and Go ist. Und das ist eben das Problem, was ich gelernt habe in der Fahrstunde, das haben sicher viele auch gelernt von euch. Man muss ein bisschen Eier in der Hose haben für das. Ich muss jetzt rechts suchen. Da muss man immer die gleiche Geschwindigkeit. Man muss für das immer die gleiche Geschwindigkeit behalten. Auch wenn es, das heisst, wenn zum Beispiel dann, wenn es von 100 Meter vor dir keine Autos hat, dann darfst du nicht beschleunigen und dann wieder bremsen, weil irgendwann klebst du eben wieder am Arsch, auch wenn du nur ganz langsam willst fahren. Das ist einfach so, weil dass die Leute nicht fahren können. Wenn du die Geschwindigkeit beibehaltest, wirst du etwas Gutes für den Verkehr, weil wenn es alle machen würden, dann würde es keinen Stau geben. Und es ist auch gut für das Ding, wie heisst es, ist auch gut für den Motor etc., wenn man regelmässig fährt, als immer Gas geben, Bremsen. Versteht ihr, wie ich das meine? Also, jeder, der schon die Autoprüfung gemacht hat oder vielleicht die TÜV-Prüfung gemacht hat oder so, die Fahrstunde war, der weiß, von was ich rede. Oder der müsste es eigentlich wissen, von was ich rede. Oder? Der müsste es eigentlich kennen. Und das ist wirklich so. Ich kann es euch gerade noch ein bisschen verdeutlichen, wenn wir das Lust haben drauf. Also wir fahren jetzt. Gut, jetzt haben wir nicht unbedingt den Stau. Aber ich zeige es euch trotzdem mal. Es hat so gedruckt, aber es ist ja schon nach zum Schiffen. Also wir fahren jetzt zum Beispiel 50. Jetzt fahren wir 50. Und das wäre jetzt Stau vorne. Stell dir mal vor, es sind auch ganz viele Autos vorne dran. Wir fahren 50. Das fahren wir jetzt auch nicht mehr, aber gleich. Und das schwarze Citroën von uns tut sich immer weiter entfernen. Weiter. Sind er geht immer weiter weg. Also ich könnte jetzt ja auch 60 fahren, aber ich sage nur als Beispiel. Und dann müssen wir die Eier behalten und immer nicht, ich muss jetzt Gas geben. Schön, wie ich das meine, weil der geht immer weiter weg, aber irgendwann kommt das Rotlicht, irgendwann kommt wieder irgendetwas und dann klebst du ihn wieder am Arsch, so oder so wieder am Arsch, oder? Und so wäre das um weites besser für den ganzen Verkehr, wenn das jeder so machen würde. Genau, jetzt sind wir in 20 angekommen und ich würde mal sagen, wir beenden da schon das kurze Video. Und wir hören uns und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ja, ich hoffe, ihr geniesst den schönen Herbstanfang mit den goldigen Blättern überall. Ich finde es auch wieder wirklich schön. Wirklich schön. Schaut mal das an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.